Jo, was geht ab, Mann? Und zwar kommen wir wieder zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier bei Fitix. Ich muss mich erstmal aufpumpen, weil gleich geht's zu Kaffee Buhr, weil der Muslim, der macht mir immer Konkurrenz. Ich kann da nicht so mit dünnen Armen rein. Fangen wir direkt mal an, Leute. Dann machen wir uns erstmal warm ein bisschen, ne? Das ist das Wichtigste auch beim Fitness, immer schön warm machen. So, ich fange meistens mit den Beinen an. Ich trainiere nie so eine Partie oder wie die meisten sagen, Brustbizeps. Ich mache immer den ganzen Körper. Ich fange meistens 7 Minuten Fahrrad an, mich aufzuwärmen. Danach sind die Beine dran, dann arbeite ich mich von unten nach oben hoch. Also immer ganz Körper bei mir. Wie gesagt, gibt es nie, wo ich sage, heute trainiere ich mal Brust, Rücken oder so. Immer den ganzen Körper. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann. Kerim, bevor du die Übung anfängst, jetzt erzähl doch mal den ganzen Jugendlichen, worauf man bei der Brustpresse so drauf achten muss. Das Wichtigste ist einfach so viel Gewicht wie möglich, dass die Brust explodiert. Nein, aber die saubere Ausführung. Das hat mir mein älterer Bruder zum Beispiel, der Alpi, das hat der mir beigebracht. Der hat mir direkt Krafttraining genau richtig beigebracht, weil das, die meisten machen das falsch. Die Ausführung ist sehr wichtig, nicht wie hoch das Gewicht ist. Lieber nimmst du wenig Gewicht, dafür die Technik und die Übung halb sauber. Kerim, du bist doch auch gut mit dem Fahrrad, oder nicht? Was sagt der denn dazu, dass du jetzt Waden trainierst und Beine trainierst? Wir müssen die Szene gleich ausschneiden. Der darf das nicht sehen. Der darf das nicht sehen, Alter. Das gehört nicht in dieses Trainingsprogramm. Das, was wir seit 20 Jahren hier trainieren. Das müssen wir gut gleich verpixeln, genau. Auf jeden Fall mit Fahrrad kommt auch noch ein Vlog. Ein Trainingsvideo. Bin ich mal gespannt, wie der sich so schlägt, Alter. Wer drückt denn von euch mehr auf der Hantelbank? Der oder du? Was ist das für eine Frage, Alter? Was ist das für eine Frage? Was denkt ihr, wer mehr drückt auf der Hantelbank? Fahrrad oder ich? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Marusch? So. Jetzt sind die Schultern dran, damit die am Ende aussehen wie Fußbälle hier. Ich will gleich so eine Kugel sehen. Guck mal jetzt vorher und nachher. Jetzt ohne Pump, ne? Ohne Pump und gleich mit. Wir haben leider keine 100 Kilo Kettlebells, deswegen müssen wir jetzt die leichten nehmen, die 20, 22 Kilo. Also pro Seite. Wie viele Wiederholungen waren das jetzt? Das waren 200. Habt ihr nicht mitgezählt? Guck mal, bei der Übung, das Gute ist, du trainierst bei der Übung deinen Bizeps, weil du die Übung machst und nach oben drückst, dann deine Schultern. Hast du direkt zwei Partien im Ei. Also ich trainiere auch nie meine Arme, also jetzt spezifisch nur Bizeps, weil in diesen Übungen zum Beispiel habe ich dann Arme drin.
So, Freunde, wie gesagt, noch obere Brust zum Platzen bringen. Bauch, dann werde ich fertig. Und dann zeigen wir, ob sich das gelohnt hat. Sieh ich mal gleich T-Shirt aus. Sich das komplett gelohnt hat, dieses ganze Training. So, Freunde, mit dem Code GERIM gibt es immer den maximalen Rabatt bei Smilodogs. Also Gas geben. So, Freunde, es musste irgendwas kommen. Jetzt habe ich irgendwo meine Autoschlüssel verloren, Alter. Von so viel Gelaber hier. Jetzt muss ich erstmal das ganze Gym nochmal abklappern. Komm, lass mal direkt suchen. Nicht, dass einer gleich einfach schön mit meinem Auto vorbeifährt und mir winkt hier. Oh, super. Danke dir. Also es gab doch noch ehrliche Finder hier. Wann hat jemand den Schlüssel abgegeben? Wann war das ungefähr? Vor einer halben Stunde. Vor einer halben Stunde. Also, ich hoffe noch, mein ganzes Bargeld ist im Auto. In diesem Sinne, danke euch. Ne? Wir sind fertig mit dem Training. Und wie gesagt, jetzt schauen wir mal, ob noch die 100.000 Euro in meinem Auto sind. Tisch ist sowieso immer frei für mich. Auch wenn der Laden voll ist, einen Tisch habe ich immer. Das ist das Gute, Alter. So, was willst du gleich essen? Ich weiß noch gar nichts. Ich war da noch nie. Ach, warst du nicht? Ich war noch nie bei Kaffee Bua. Boah, erste Mal das Primäre jetzt. Ja, natürlich. Das kannst du auch sagen, ey, ich war Kaffee Bua. Safe. Es ist nicht mehr wie Club, so, ey, ich war im Kader, ruft der gerade an. Warte mal. Jo, Bruder. Jo, Bruder. Wo bist du, Alter? Im Laden noch, du? Ja, ich komme jetzt, ich bin gleich da, ja? Okay, Bruder, ich kann dich gleich. Bis gleich. Bis gleich, ja, super, er ist da. Jetzt wird reingehauen. Ich bestell gleich, wenn ich halt. Tja, Mann, dann ist schon das, was Kerem hat. In welcher Gewichtsklasse wirst du jetzt in Frankfurt kämpfen? 84 Kilo. Okay. Also der Weightcut ist zu krass jetzt. Jetzt habe ich zu 90, 91 Kilo. Jetzt 14 Kilo. Könnte ich jetzt auch, aber ich denke mir, für was denn? So, soll ich mich jetzt quälen? Also machst du langsam? Ja, 7 Kilo reichen. 7 Kilo sind ja okay. Ja. Wir sind alle gespannt, wer dein Gegner sein wird. Ich bin selber gespannt. Also mir ist das ehrlich gesagt egal. Ehrlich. Ich will einfach nur kämpfen. Ist das so, kann man das vergleichen, wenn ein Fußballer ein Jahr verletzt ist? Nein, nein, nein. Das, guck mal, ich bin ja schon die ganze Zeit im Training, im Sparring und so. Und ich bin das ja, guck mal, ich habe schon über 20 Mal habe ich das durch. Guck mal, solche, wie ich mir das immer selber psychologisch einrede, damit nicht diese normal angespannt bist du immer, der Nein sagt, der lügt, Adrenalin automatisch auch. Aber ich sag mir immer, guck mal, Kerem, das ist immer derselbe Ablauf, das ist nur ein neuer Gegner. Ja. Verstehst du? Der kocht auch nur mit Wasser, mit einem Schlag hau ich den auch K.O., ist egal, wer das ist. So baue ich mich selber auf, nur immer derselbe Ablauf. Weißt du, was ich meine? Ja. Meine Psyche ist das gut. So, Freunde, jetzt sind wir bei Kaffee Bua. Erstmal wieder aufladen hier nach dem Training. Schön Eiweiß, Hähnchen. Und worauf ich mich freue, ist immer, seit neuestem hat der Maso mir gezeigt, Eis Matcha Latte mit Kokosmilch. Boah, das schmeckt richtig geil. So. Massum kennt ihr schon, Freunde, ne? Guck mal, das habe ich eben extra gesagt, ich bin extra vorher pumpen gegangen, weil der immer vorher Bizeps trainiert und... Guck mal, ich bin nie pumpen, der sagt das immer, aber wenn du vergleichst... Immer wenn ich den anrufe, ne, ist der oft gepumpt, ich komme hier hin, fühle mich dann wie so ein Loch. Deswegen haben wir das mal heute umgedreht, den Spieß. Also, Freunde, das meine ich vorhin. Eis, Matcha mit Kokos, wenn ihr in Kaffee Bua seid. Bestellt das. Gerade bei dem Wetter richtig lecker, sehr erfrischend. Und auch gesund. Ne? Sehr gesund. Was gibt es hier jetzt gerade zu essen?
Also Freunde, nach dem Training gut erstmal wieder Eiweiß. Kann man aufladen mit Rührei, Sucuk, Feta-Käse. Und danach als Dessert gibt es eine Acai-Bowl mit Früchten. Das ist einfach gesund und das schmeckt. Das Wichtigste ist, das muss schmecken. Und dann geht es direkt weiter. Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt auf das Boot, würde ich mal sagen. Okay, dann sehen wir uns dann gleich da, ne? Jo. So, Freunde, mein Bruder kommt auch. Ich sehe den schon da hinten. Der ist da auf dem Weg. Hey, was macht ihr da hinten? Aber ich warte hier auf dich die ganze Zeit. Ich war gerade bei einer Hausbesichtigung. Fragen wir mal, wie es verlaufen ist. Was der da gemacht hat. Was geht ab, Playboy? Mein Playboy-Bruder. Wie geht's dir, Bruder? Was geht? Wie war gerade, Bruder, jetzt? War gut. Erzähl, was hast du gemacht? Haus besichtigt. Du musst hier laut über ins Mikro reden. Wir haben gerade ein Haus besichtigt. Ja. Ich kann das nicht. Doch, du kannst das, Bruder. Jetzt. Du kannst das. Das ist normal. Für Anfang ist das immer so, aber das bleibt jetzt auch drin. Nein, auch. Und man sagt dir, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ja, also, was Hausbesichtigt habt ihr gerade? Gerade ein Haus besichtigt in Ella. Ja. Und? Ja, aber es ist Schrotthaus. Richtiges Schrotthaus. Und die wollen viel zu viel. Also, nee. Sagst du, Junkie-Haus. Ja, aber die wollen viel zu viel. Wir können ja ein Angebot machen. Weißt du? Ja, musst du den auch einfach gucken. Wenn die weißt, zu viel die wollen. Die wissen das ja noch nicht. Oder wissen das, dass du mit Immobilien noch Geschäfte machst? Nee, ich mache nebenbei mit meinem Bruder noch Immobiliengeschäfte. Und der macht so das Überwiegende. Er hat das gelernt. Ja, ich mache das operative Geschäft. Kerem ist so ein bisschen Background. Ich schaue nur die Köpfe ein. Ja. Ich bin so für die Verträge da. Wenn die Mieter nicht rausgehen wollen, dann holen wir den Kerem. Die gehen freiwillig alle raus, wenn die nicht ausziehen wollen. Komischerweise sind die alle ausgezogen, nachdem ich. Nee, wir machen ein schönes Angebot. Mal gucken, ob das wird oder nicht. Wenn nicht, ist auch egal. Gucken wir das nächste. Ja, so läuft das. Bin ich darauf angewiesen, ob das Haus jetzt. Okay, super, top. Ja, gut. Ach, wow. Okay, wir sind gut vorgesorgt hier. Wir gehen gleich aufs Boot, da haben wir. Was ist das für eine Monster gezüchtete? Alter, wie ist hier Atomverseuchung? Was ist das hier gezüchtet? Was ist denn mit deinem Machen wir mal einen Soundcheck, komm. Der wollte gerade betteln gegen meinen Bruder hier, habe ich gerade mitbekommen. Erstmal Ohren. Okay, ich glaube, wer hat das Battle gewonnen gerade? Der Mann oder mein Bruder hier? Der wollte ernsthaft battlen gerade mit dir. Der ist krank, der Typ, ne? Nicht mit uns. Alter, das waren wie Kanonenschüsse gerade. Es hat sich angehört, als ob da jemand geschossen hätte mit einem Ballermann. So Freunde, wir sind jetzt hier am Boot angekommen. Die warten schon alle auf uns. Und wir gehen jetzt mal direkt Gas hier. Haben wir ein kleines Bötchen. Bötchen oder Bootchen sagt man? Was sagt man? Ein Bötchen. Auf jeden Fall genießen wir mal das schöne Wetter, fahren wir ein bisschen raus hier. Mit ein paar Kollegen. Und haben alles da. Ich zeige euch das gleich. Alles drin, da kannst du sogar theoretisch drin wohnen. Hast du ein Bett, eine Dusche, kleine Küche. Aber zeigen wir gleich alles. Hey! Dennis! Mein Freund, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. Wir haben uns ja alle noch gar nicht gesehen hier. Warte, vorsichtig, ne? Musst du. Dennis, wie geht's dir, Bro? Alles fit? Wie geht's dir? Kerem, hallo. Ciao. So. Müssen wir mal die Schuhe ausziehen hier. Ich zieh auch ein bisschen die Schuhe aus, weil der Boden ist sehr empfindlich. Nochmal. Hallo Männer. Wie geht's euch? Ja.
So. Komm. Machen wir eine kleine Tour. Also hier sitzt der Captain. Captain Jack Sparrow. Ah. Zieh den Kopf rein. So, Freunde. So, jetzt machen wir eine kleine Rheintour hier. Genießen wir das schöne Wetter. Und gerade habe ich fast meine Schuhe verloren. Ich hatte die hinten drauf. Boah, Alter, das riecht geil. Auf jeden Fall, bei dem Wetter hier lohnt sich das richtig hier. Macht voll Bock, oder nicht? Was sagst du, Bruder? Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Hey, soll ich dir sagen, was wir gleich machen? Den Noah, ne? Ja. Aber natürlich nur, wenn wir gesichert sind an der Seite. Dann sagen wir denen, ey, guck mal nach vorne. Ein riesen Fisch oder ein Hai oder irgendwas. Und dann schmeißen wir den rein. Was sagst du? Sollen wir das machen? Schmeiß den rein. Okay. Von denen gibt es eh noch genug. Also gleich, aber nur natürlich, wo es sicher ist. Hier ist auch viel zu gefährlich. So, wir sind jetzt hier auf den Malediven gerade angekommen. Aber sieht fast so aus wie auf den Malediven hier. Aber ist schon geil, ne? Sind wir ehrlich. Bei dem Wetter, Alter. Ach, Bruderherz, Body ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig, Alter, ob du Sixpack hast oder nicht. Hauptsache, du bist gesund. Ne? Kennen wir das auch Teil deiner Vorbereitung? Ja, na klar, es gibt auch dazu Regeneration, Sonne tanken. Bisschen erholen, nicht nur Training in der Halle, wie so ein Tier, Alter. Du musst auch dein Leben ein bisschen genießen können. Ein bisschen abschalten. Haben wir, glaube ich, Essen hier? Ich weiß es nicht. Du willst denn hier was bestellen, Alter? Hier, Bruder, da. Das ist wirklich Fisch. Da, da. Da, hier, Junge, da. Ein fettes Schwein ist. Guck, ein fettes Schwein. Ah. Guck mal, der kommt nicht mehr hoch. Warte, Chef, den. Nicht die Motoren anmachen! Nicht die Motoren anmachen! Einmal die Motoren anmachen! Nein! Ein Walhai! Ein gestrandetes, fettes Schwein. Kevin, was hast du denn gefangen? Ich sag da, ein fettes Schwein habe ich gefangen hier. Ey, ist er immer noch nicht drin? Hilf mir mal weiter. Ach so, warte. Gestrandet. Tu nicht so, als ob du ertrinkst, Junge. Hey, hör auf. Ist ja uns anders nach Deutschland gekommen, Mann. So. Das war jetzt, als wenn sie einen Wal rausgezogen. Wir haben den fetten Wal rausgezogen, Junge. Mach mal hier, deine Sabber weg erstmal. Du musst da die Badeleiter vorher raus. Naja, aber hier, wir wollten den eigentlich gar nicht mehr wieder reinziehen. Ich wollte den drin lassen. Chicken Korma. Ja, Dennis, was hast du eigentlich hier für Narben hier? Das ist mir ganz gut aufgefallen. Das ist ein Motorradunfall vor 17 Jahren. Hat mich ganz schön erwischt. Hier und hier. Krank, Alter. Das ist mir eben direkt aufgefallen. Dachte ich mir, was hast du da gemacht? War es im Krieg oder was? Sieht ein bisschen so aus, ne? Wie ist das denn passiert? Mir ist einer mit 140 rechts in die Seite gefahren. Mit 140 also in die Seite. Deswegen sage ich immer Motorrad, Alter. Müsst ihr irgendwas aufpassen. Glück gehabt. Was war da? Was im Koma? Was war da? Eine Woche Koma, Schulter gebrochen, Rücken gebrochen, Schlüsselbein gebrochen, zwei Rippen gebrochen und Bein ausgekugelt. Also fast vorbei. Oh, der erzählt das so locker einfach. Aber Schlüssel wieder alles gut. Ich habe mir nur die Bizepssehne gerissen und hinten, ich war ein Jahr weg, also raus. Oh. Der ist ein Krieger hier. Aber jetzt alles wieder gut, hast du gehackt? Kevin, was hast du da? Ich habe dir Verstärkung mitgebracht. Kleine Entschädigung. Kleine Entschädigung für den Noah, recht in da reingeschmissen. So, Freunde, das war's dann auch schon mit dem Video. Wir haben noch ein bisschen Strecke. Hat richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Machen wir öfter. Denn. Sehr gerne. Das können wir gerne öfter wieder. Hat richtig Bock gemacht. Jetzt genießen wir ein bisschen Sonnenuntergang. Gleich noch was essen und dann sind wir fertig für heute. In diesem Sinne, peace.